So, hallo, wir machen weiter bei Jump und bei Things, so rum. Und letztes Mal haben wir das Röhrenlevel beendet und dann das Money Shot Level, auch mit einer etwas nervigen Stelle, aber naja, jetzt kommt Mulligan. Heißt es nicht irgendwie sowas wie Verband oder so? Gibt's, glaube ich, auch bei Isaac Mulligan oder Mulligan oder so. Keine Ahnung. Red Coins in this level mean to weak... Oh nein. Er erklärt sogar schon, es wird ein Regrab-Level. Na, ich bin gespannt. You can also jump at high speeds and pressing right won't slow you down. Okay, das wird sehr interessant, was hier passiert. Green Coins mean to throw a shell. Don't let go of jump when you throw a shell. Oh Gott, das wird zu... Puh, was ist denn hier los? Was ist los? Aha. Ja, was soll ich denn da machen? Hä? Ach, der schießt mich weiter. Ja, woher soll ich das denn wissen? Dass der mich weiter schießt. Ja, okay, verstanden. Okay, dann ist das so eine Art Auto-Level mit allerdings, man muss halt Tasten drücken dabei. Okay, ja, dann macht das die ganze Sache schon ein bisschen anders. Das ist so, man muss es halt wieder auswendig lernen, aber das kriegt man dann eigentlich schon ganz gut hin. Okay, da muss ich niedriger werden. Und da muss ich weak werden, okay, Ich hab von der Taste... Ach so, ich muss drücken und wieder drauf, ne? Ups, warum bin ich jetzt so hoch geschossen? Eieiei, also das Level spielt sehr viel mit Sprungphysik. Das ist ja auch so gar nicht meins. Aber die Musik passt diesmal wirklich gut. Muss man ja auch mal sagen, wenn sie mal zufällig passt. Ja, und da muss ich... Yo! Wo soll man das denn alles wissen? Ja, genau. Oh Mann! Okay, da muss ich... Okay, verstanden. Da muss ich die an der Stelle loslassen, damit ich dann da hinten auf sie drauf springe. Und dann schießt es mich durch die nächste Kanone. Und dann weiß ich noch nicht, was kommt. Okay. Gut. Ja, es ist halt, wie gesagt, so ein auswendig Lernlevel, ne? Irgendwann weiß man dann, was man tun muss. Ja, das war zum Beispiel zu spät. Oder zu bald vielleicht sogar? Man weiß es nicht so genau. Ja, ich bin noch ein bisschen... Ja... Noch ein bisschen unschlüssig. Ach, Mist. Jetzt hat er nicht gesprungen. Mist.
Mist. Viel zu niedrig. Ja. Und da hätte ich wieder schießen müssen. Gleich im Anschluss wieder schießen. Eieieiei. Aber wir kommen der Sache näher. Ah, das, okay. Es ist wirklich gut. Also, man muss es wirklich gut timen. Uiuiui. Das war schlecht getimed. Beziehungsweise, ich habe es gar nicht in die Hand genommen erst. Ach, komm schon. Ich entschuldige mich fürs Angähnen. Es ist noch von der Stelle von gerade eben. In dem Geisterhaus oder was das... Also in dem... In dem Coin-Shot, Money-Shot-Level. Das hat mich so ermüdet, immer die gleiche Stelle zu spielen. Das ist... Oh. Ja, aber das war interessant. Nicht ganz, was wir wollten, aber interessant. Gut, eigentlich war es gar nicht, was wir wollten, aber hey. Sagt sich weiter. Ja, cool. Man nimm ihn doch erst in die Hand. Zu hoch. Oh, hätte sogar funktioniert. Lul. Es ist so schwierig. Merken, Dinge merken ist zu schwierig für mich. Also, ich krieg einfach nicht in meinen Kopf, dass ich die erst in die Hand nehmen muss und dann auf sie springe. Oh, und dann passt es nicht mal. Das ist auch wieder so exakt die Stelle. Jetzt. Und dann muss ich die noch schneller loslassen. Oh mein Gott. Aber ich habe gesehen, wohin sie... das war interessant. Ich habe gesehen, wohin sie muss. Da ist so ein Schalter am Rand. Da muss die drauf landen. Da sind sogar so Zäune, dass die da dass die dahin gelenkt wird. Also es ist schon mit ein bisschen Hilfe gebaut. Wieso? Ich hab die doch losgelassen. Schon wieder eine E-Mail. Aber diesmal ohne Ton, okay. Jetzt. Und jetzt... Oh mein Gott, direkt das Nächste. Oh. Wie schnell soll ich reagieren? Ja. Nein. Das war zu bald. Jetzt habe ich es einmal zu bald losgelassen.
zu bald. Alter, der Moment ist schon wieder so weh, so, ne? Lol. Weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber das ist dann wohl passiert. Einfach in die Kategorie ist passiert rein und... Nee, Mann! Du sollst nicht in der Luft einen Shelljump machen. Brauchst du nicht flexen, Mario. Kannst du auch nur, weil du so schnell bist. Sonst wäre das schwieriger. Oh. Lasst uns mal kurz in ein anderes Level gucken zwischendrin. Einfach mal kurz gucken, was hier oben zum Beispiel ist. Kumi's Crypt. Wir gucken mal rein. Vielleicht ist es ja angenehmer zu spielen. Wo bin ich? Da unten. Ah, okay, okay, verstanden. Okay, da muss ich dann... Wait, muss ich die Blöcke auslösen? Wenn ja, warum? Ah, die Musik ist übergut. Also warum sollte ich die auslösen wollen? Muss ich hier irgendwie irgendwas machen? Oder sind die einfach nur, dass ich... Weiß ich nicht. Es sieht ja nicht jetzt aus, als ob ich jetzt... sieht jetzt ja nicht aus, als ob ich hier irgendwie jemals zurück könnte. Also, nee. Ich löse die nicht aus. Ich glaube, die sind einfach nur... Wofür sind die? Weiß es nicht. Egal. Das fühlt sich schon mal deutlich angenehmer an zu spielen als das von gerade. Mal gucken, in welche Richtung es so geht. Ups. Ja doch, das fühlt sich angenehmer an. Es ist weniger hektisch, gerade jetzt, wenn ich so schläfrig bin, ist was Hektisches erst recht schlecht. Nö. Ach komm, ich hab's gerade geschafft, da unten durchzukommen. Gut. Okay. Ich hab den überhaupt nicht realisiert. Ich wollte mich... Ich hab mich gerade gefragt, wie ich da hochkommen soll und hab den gar nicht gesehen, den Kollegen. Huch. Der ist aber auch... gut getarnt gewesen in seinem Skelett. Nein, ich hätte nichts binjumpen dürfen. Da ist eine normale Münze. Aber gut zu wissen, dann machen wir das jetzt gleich richtig. Aber cooles Level bisher. Das fühle ich deutlich mehr als das von gerade. Also wirklich. Das fühle ich deutlich, deutlich mehr. Das Mulligan-Viech können wir erstmal in Ruhe lassen. Haben noch genug zu spielen. Okay, Shelljump. Verstanden. Die wird interessant, aber kriegen wir hin. Der Shelljump eher. Der Sprung. Mist. So. Oh je. Okay, den muss ich anders machen. Den muss ich ganz anders ansetzen. Ach, Gottes Willen. Wie geht's denn da drüben weiter? Ich habe noch nicht richtig hingeguckt. Ich muss mal pausieren, wenn ich jetzt da hinten bin. Dass ich mir da gleich einen Plan mache, was ich dann tun muss.
Shit. Ich habe nicht gedacht, dass ich den treffe. Okay, ich muss einfach auf den Peaceswitch landen und dann da durch. Ja, jetzt komme ich natürlich nicht mehr rüber, aber. Das war gerade interessant, dass ich den tatsächlich getroffen habe. Das hätte ich nämlich nicht gedacht. War eigentlich voll drauf gefasst, einfach nur Pause zu drücken. Und dann treffe ich den sogar. Na gut. Mist. Aber ja, müssen wir halt ein bisschen spielen, bis wir den haben. Alles gut. Gibt schlimmere Stellen. Als ein Shelljump. Nach einem Dry Bones. Nein. Mach den viel zu bald. Ich mach das viel zu bald. Hui. Hä? LOL. Wieso, seit wann läuft der da runter? Ich war doch jetzt nicht langsamer als vorhin. Aber bin ich dumm? Ich muss die Schrumpftaste noch drücken. Dafür sind vielleicht die Knöpfe, dass das leichter. Dafür sind vielleicht die Dinger hier, dass das leichter ist mit der Sprungtaste. Dass man die auf jeden Fall drücken kann. Es wäre sogar eine Idee, dass das als Hilfe gedacht ist. Ja, warum nicht? Ach Mann! So. Oh je, meine Konzentration, ne? Meine Konzentration ist nicht die beste gerade. Wie gesagt, je öfter ich eine Sache nochmal spielen muss, umso weniger kann ich mich konzentrieren. Quatsch, aber umso müder werde ich. Ja! Und jetzt? Okay, irgendwie aushalten auf irgendeine. Ach, ich muss auf den P-Switch warten. LOL. Okay, das ist. Okay, das ist interessant. Dann muss ich die so. Das wird sehr interessant. Dann muss ich die irgendwie so kaputt machen. Nein. Ich hätte sie halt auch noch getroffen. Mano. Das ist frech. Ich habe nicht nachgedacht. Das sind jetzt so diese Brain-Lags, ne? Die jetzt durch die Müdigkeit kommen. Ich spüre die ein. Also die spürt man halt richtig. Okay. Dann kann ich nämlich hier, das ist nämlich eine Idee. Dann lasse ich das Ding nämlich komplett abfahren. Und dann warte ich ein bisschen. Dann habe ich noch ein bisschen weniger Zeit, die ich den P-Switch aushalten muss. Ich glaube, das ist gar keine so dumme Idee. Hui, hui, hui. Jetzt warten wir ganz lange, bis wir hier drüben sind. Und dann erst. Ja, genau so. Dann kommt nämlich auch der Fisch wieder. Nee, ich hab den nicht gesehen. Oh mein Gott, bin ich. Bin ich gerade erschrocken. Oh mein Gott, bin ich gerade. Da ist noch so ein Vieh. Okay, wie werde ich den los? Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Puh. Aber
ist eine coole Idee gewesen, die da hinzusetzen. Hat für einen schönen Jumpscare gesorgt. Ja, schön. So, wo ist der? Da! Du Hundling. Oh, wait. Brauche ich den, um da hochzukommen? Oha. Okay. Aber wir kommen bei Midway raus. Ich hatte schon Bedenken. Ich hatte schon Bedenken. So. Dann gibt's hier Rutsch-Action. Okay. Verstanden. Okay. Okay. Ja, okay. Aber damit haben wir jetzt schon mehr Erfolg als in dem anderen Level, weil da waren wir nicht mal beim Midway Point. Hatte schon im Gefühl, dass das Level hier besser läuft. Wäre schön, zumindest ein Level in dem Part abzuschließen. Oh, okay, wie mache ich das? Das ist aber schon wieder so ein komischer Start nach Midway Point. Den werden wir wieder ganz oft sehen. Das fühle ich jetzt schon. Ja, die Sprünge werden wir jetzt ganz oft noch sehen. Ah, oh, Mist. Mann, nicht nach oben. Okay, und dann auf den drauf. Alles klar, verstanden. Aber für gewöhnlich ist ja dann die Stelle nach dem Midway Point kürzer als alles vorher. Also mal gucken, ob es wieder so ist. So, hier drauf. Hier drauf. Okay, und dann da durch und dann auf die Shells. Gut. Ja. Okay. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, was den Progress angeht. Aber das Level hier werden wir, denke ich, schon noch abschließen. Also das dürften wir schaffen. Das dürfte nicht. Also, es hat so ein paar Stellen, aber ich denke, insgesamt ist es schon machbar. Vor allem der Anfang geht jetzt hier tatsächlich ganz smooth. Ja. Jetzt weiß ich halt noch nicht, was da kommt. Okay. Da kommt ein Stein runter, auf jeden Fall. Den muss ich treffen. Den Stein, der da runterfällt, muss ich dann schön treffen. Ja, und dann auf den, okay. Und jetzt ist er weg. Ah, da hätte ich dann, okay. Hm. Okay, und dann muss ich da nochmal rutschen anfangen. Okay, aber das muss ich am Stück schaffen. Wenn der abhaut, einmal ist er weg. Das muss ich sofort schaffen, alles klar? Bisher aber nichts Dramatisches. Bisher nichts Dramatisches dabei. Alles so eine Sache von, ich sag mal, 1 bis 2 Anläufe. Dann kriegt man die Stelle ganz gut hin. Man muss nur ein Gefühl für entwickeln. So wie jetzt am Anfang habe ich jetzt auch ein Gefühl entwickelt für diesen Sprung hier. Na, das passt jetzt. Wie man sieht, passt das jetzt. Ja, da muss ich noch ein bisschen gefühlvoller durch. Und mit mehr Empathie. Grüße gehen raus an Sariel. Mist. Gut. Okay, also jetzt drauf. Und zurück. Oh, ah, scheiße. Okay, das muss ich anders timen. Da muss ich dann kurz hier und okay. Ja gut, schade. Jetzt sehen wir wieder nicht, was als nächstes kommt.
Hätte ich gerne schon mal gesehen. Oh, ich muss ja spinjumpen. Ups. Ach, ich Trottel. So. Zack. Alles gut soweit. Zack. Und dann hier. Ah! Okay, aber nicht weiter schlimm. Alles hier im Rahmen. Solange wir hier oft genug durchkommen, ist für mich alles gut. Hui. Keinen Grund, mich hier zu beschweren aktuell. So. Okay. Drauf. Ah, ich muss noch ein bisschen länger drüben warten. Okay. Ich muss noch ein bisschen länger drüben warten. Dann machen wir das doch. Jetzt. Es war so klar. Es war so klar, dass ich an dem Manche erstmal verrecke. Den habe ich erwartet. Den habe ich leider erwartet. Den habe ich leider erwartet. Ich muss mich kurz kratzen. So, gekratzt. So. Okay. Nein. Okay. Gut. Nein, das war jetzt schlecht, weil jetzt ist er weg. Mhm. Das ist bisher die schwierigste Stelle mit diesem. Mit dem Swimp, der da hin und her zieht. Weil man erstens nur einen Versuch hat und weil man zweitens so eine Wartephase hat, von der ich noch nicht genau weiß, wie lange sie ist. Den ersten kriege ich hin. Und dann, ja, und dann ist es so nach Gefühl und es haut noch nicht hin. Ich glaube, so zweimal einen normalen kleinen Jump. Oder. Aber wir machen einmal einen großen nach oben und gucken mal, ob der reicht. Ich brauche halt irgend so einen Maßstab. Ich brauche irgendeinen Maßstab. Vielleicht ist ja ein Sprung nach oben, ein gerader, genau die Zeit, die ich brauche. Könnte ja sein. Wir gucken mal. Ah, so gucken wir natürlich nicht. So auch nicht. Ach, komm jetzt. Willst du meine Theorie austesten? Lass mich. Lass mich da durch. Nein, ich will meine Theorie austesten. Gut. So, wir machen eine nach oben. Ja, fast. Nicht ganz nach oben. Nicht ganz nach oben. Kurz vorher wieder runter. Mal gucken, ob ich das koordiniert bekomme. Mist. So. Genau so. Und jetzt... Ruchi! Hä? Da war irgendwas. Hä? Irgendwas hat mich da... Hä? Was war denn da? Ich konnte nicht normal springen. Ich bin irgendwie von selbst von irgendwas abgesprungen. Ich bin gerade total irritiert gewesen. Irgendwas war da. Also ich habe A und nach unten gedrückt, aber irgendwas war da. Ach, der Kollege da. Okay, verstanden. Hm. Schon verstanden, ja.
Aber jetzt ist gut, jetzt haben wir so einen Rhythmus. Jetzt haben wir so einen Rhythmus, das passt. Das war die falsche Taste. Mist. Hä? Das hat gut funktioniert. Okay. Wir sind wieder hier. Nein, ich muss... Ich glaube aber, ich kann dann nochmal nach oben springen und dann die Sprungtaste gedrückt halten. Ich glaube, ich kann dann nochmal nach oben und dann die Sprungtaste gedrückt halten. Das müsste funktionieren. Das müsste funktionieren. Weil ich zu unfähig bin, das im... im Flug schon zu drücken. Aber wir kommen jetzt sehr schnell wieder hin. Jawoll! Okay. Gott, wie mache ich denn da weiter? Nein! Mist. Aber wir kommen jetzt auch wieder öfter dahin. Also insofern, alles Progress hier. Alles Progress. Zack. Ah, scheiße. Okay. Es war aber definitiv die richtige Entscheidung, hier zu wechseln. Das andere Level hätte mich noch viel, viel müder gemacht. Das ist... wäre nicht gut gewesen. Jo, wie mache ich denn das? Gehe ich einfach nur vom Speed runter oder? Viele Optionen, theoretisch. Theoretisch habe ich da ziemlich viele Optionen. Ach Mann! Keine davon sollte sein, in den Manche hier zu springen. Die Option will ich eigentlich nicht haben. Nein, ich Trottel! Oh. Nein, ich Trottel! Ich hab den Timer komplett falsch im Kopf gehabt. Aber ich war einfach in Gedanken ganz woanders. So kann man es sagen. So kann man es sagen. Okay. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Hilfe. Na, das Level will ich dem Part eigentlich noch abschließen, aber wir machen wieder die 40-Minuten-Regel. Also entweder wir schaffen es oder es sind 40 Minuten rum und dann mache ich den Part aus. Ich habe vergessen, die Sprüche... Oh Mann, jetzt wieso klappt's nicht mehr? Jetzt lässt die Konzentration wieder nach. Scheiße. Es dauert leider doch eine gewisse Zeit, bis man da nach hinten kommt. Deshalb die 40 Minuten sich ziemlich schnell nähern werden, je mehr Quatsch ich mache. Mist. Und ich weiß leider noch nicht, wie ich danach an dieser Stelle weiterspiele.
Mann, ich will. Ja, wie? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich da durchkomme. Also, was heißt noch nicht ganz? Ich habe es noch nicht verstanden. Noch nicht ganz wäre eine Untertreibung. Nein, ich hab wie. Oh, ich hab die Taste nicht gedrückt. Ja, wie. Ich muss da irgendwie so. Oh, ich raff die Stelle nicht. Ich muss ja irgendwie den Speed behalten, aber trotzdem da kürzer durchkommen. Hilfe! Wie viele E-Mails willst du mir während der Aufnahme senden? Ja. Ey, ich weiß nicht, was ich anders machen soll an der Stelle. Wenn ich mal komplett von der Taste runtergehe. Können wir mal ausprobieren. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Weil, also sie gedrückt halten hilft nicht, das ist schon, das habe ich schon festgestellt. Wenn sie gedrückt halte, schieße ich direkt nach oben in den Mancher rein. Ich muss an irgendeiner Stelle von ihr loslassen. Mich wundert es nur, wie ich dann da trotzdem da durchkomme. Also, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Muss ich gestehen. Nein, ich. Oh Mann. Ja, jetzt ist gleich 40, ich muss aufhören. Hilft nichts. Na gut, wir haben den Midway Point erreicht. Das ist schon mal was. Nicht der erfolgreichste Part, aber auch nicht komplett unerfolgreich. Nee, also wenn ich nur runtergehe, dann lande ich ja trotzdem in diesem nächsten Knochen drin. Ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Und ich komme zu selten hin, um das üben zu können. Ich sehe einfach nicht den Schritt, den ich. Also das Movement, was von mir an der Stelle verlangt wird. Okay, das war gut. Alter! Das war gerade gut. Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie habe ich es gemacht. Wahrscheinlich war es ein unbeabsichtigter Weak Grab oder so ein Quatsch. Nein, ich. Okay, ich werde sonst bekloppt. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen.
und tschüss.